Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gold Hunter. Ich habe leider das andere Video abgeschaltet. Ich wollte euch eigentlich den Cleanout zeigen. Dann zeigen wir es halt jetzt. Ich wollte auch noch Maschinen kaufen. Ich mache mal hier einen Hüpfer, bis das da fertig ist. Doing. Wie ist das mit dem Maschinchen? Kann man die einen Anhänger an einen Pickup-Truck anhängen oder an, Alter mal, wo waren die denn? Waren die da drüben? Und dann vielleicht mal so einen großen Bagger. Wo sind denn die Dinger? Da hinten. Nein, aber oh, da muss ich einen LKW auch noch kaufen, oder? Und die aufladen auf dem Hänger. Ja. Und wie lade ich die auf? Ich werde wohl kaum hochheben können, oder? Kostet sowas? Na, es geht ja. Wie transportiere ich? Boah. Aber wenn ich jetzt alles kaufe, mal 90.000, 260, 260, was kostet das Spielzeug? Nix oder was? Ah, hier. Hier 300 Dingsbums, 33 und so ein Bagger. Meine andere Schaufel hier, 333. Wo ist der Preis? Ui, da haben wir fast gar keine Kohle mehr. Könnte man aber machen, oder? Soll ich oder soll ich nicht? Ich bin zu blöde mit dem Hänger zu fahren, da ist ja kaum Platz, wie sollst du denn das machen? Ja, komm, wir kaufen das jetzt. Okay. Oder nicht? Ist hier alles gleiche, da gehe ich einen billiger. Rabatt, Mengenrabatt. Na komm. Rauchen. Oh, der freut sich, macht Männchen für mich. Okay. Der macht auch Hopper für mich. Da haben wir den gekauft. Open the door, please. Ui. Oha. Ist aber die billige Variante, oder? Die alten Drehknöpfe. Da ist schon ein Oschi. So, welchen habe ich gekauft? Den äußeren, gell? Das nenne ich mal Wendekreis. Also jeder LKW hat einen kleineren Wendekreis wie der Sattelschlepper hier. Oh, stopp! Jawoll! Was jetzt? Wie lade ich denn das dann auf? Mit der Hand? Komm doch da nie durch die Botanik durch. Ah, da gibt er den Wendekreis. Das ist so grausam. Ah Mann, das kann ja was werden, ey. Wenn ich den jetzt kaufe, kann ich ihn hochheben oder so? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Kaching. Kann ich ihn hochheben? Wie kriege ich den denn jetzt auf das Ding drauf? Hat er keine Räder oder sowas? Okay, geht nicht.
Ich weiß es nicht. Wie kriege ich die Dinger abgeladen? Runter. Runter. Was ist denn jetzt? Huch. Okay, holen wir erstmal den Bagger. Diese Kohle haben wir noch, 200.000. Reicht das überhaupt noch? Was kostet der nochmal? Doch, das reicht. Entschuldigung. Oh Gott, jetzt dreht er wieder so dämlich. Langsam, Mann. Das ist jetzt echt so scheiße geworden. War doch gerade, ja. Jawohl. Mann, bin ich blöd, ich kann doch hier Schnellreisen machen, oder? Hab ich den depperten LKW gekauft. Juppie! Wo bin ich? Okay. Also in der Nähe vom Claim bin ich schon mal nicht. Neuer Versuch. Da ist mein Claim! Da fliegt ein! Und komm schon, mach mich jetzt nicht schwach hier. Es gibt's doch nicht. Was gibt's denn die Funktion? Ich glaube, ich bin da. Ist nicht da der Weg? Da ist zumindest ein Zaun. Ich den LKW gar nicht umsonst gekauft, oder? Das ist schon ein Monster, oder? Das Ding. Schon riesig. Schnell ist er ja. Okay, ich pack den mal hier. Ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Waschrinne jetzt dann auch... Hätte ich die vielleicht mit dem Bagger ziehen sollen oder was? Wie kriege ich denn die Waschrinne angedockt? Schauen wir mal schnell nach dem Gold, bevor wir den anderen Müll holen. Bestimmt schon fertig. Muss ich den vielleicht schieben mit dem Bagger, wenn ich jetzt sonst dann... Wie schaut's aus? 100. Welche habe ich denn? Das ist die dicke, oder? Jetzt bin ich nicht mehr reich. Jetzt habe ich nur noch 162.000. So, komm her, weil du machst mich jetzt reich wieder, oder? Schulden. Zack. Komm schon. Guter Cleanout. Komm schon. Sei lieb zu Papi. Bring mich zum Geld. Wirklich nicht gut. Besser wie der andere, aber das ist doch Schmutz. 29 Unzen nur. Hm.
Ich bin enttäuscht, aber so richtig. Hab mehr erwartet. Okay. Also da war mein Beginner-Claim wesentlich effektiver, ergiebiger. Dachte ich, werde jetzt reich. Naja gut, vielleicht war das auch damals ein Bug mit 2-1-1-1 Dingens. Ein Cleanout mit 285 Unzen. Oh, der Kleine, was wird der wohl wiegen? 20? Nee, 15? Auch nicht. 10? Ich sage mal, der andere war 12, dann wird der 14. 14 Unzen und ein paar der Quetschte. Ha, bin ich gut, oder? Nach Adam Riese. Okay, dann ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Das sind 30, 40, 45 und nicht so der Hit. Lieber verkaufen, aber erst vorher abspeichern. Manchmal schmiert nämlich das Game ab. Kann ich. Wieso kann ich nicht? Also im Autospeichern hat der Ring gesagt, ist nicht gut. Außerhalb speichern ist besser. Die Historie hat gesagt, im Autospeichern nicht gut. Gibt Probleme. Bin wirklich enttäuscht von dem Cleanout. Hier soll ich mit dem LKW durch. Alles klar, wie soll denn das gehen? Mein schönes Gold, aber nicht so viel wert. So, ich war mal Kopf. 29 geben 54.000. 54.100. Oder jetzt liegt an diesem Claim, dass der einfach scheiße ist. Hier nochmal was. 54.100. Das ist immer Nord hier. Plus 54, 74, 80.000 insgesamt. Naja, eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? 80.000 geht eigentlich. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich diese Waschrinne da bewege. Wie ich das machen soll. Muss man die mit dem Bagger ziehen oder was? Ich habe keine. Bums. Wie mache ich das? Hätte ich die mit dem raufschieben sollen vielleicht? Auf den Hänger? Oh. Oder mit dem hier herziehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich sagen soll. Der neue Bagger sieht so gut aus. Ich glaube, der funktioniert auch gut. Ein geiles Teil, oder? Jetzt müssen wir das testen, wie man Schwan hier. Wie kriege ich diese Waschrinne auf diesem Ding drauf? Hat der eine Kurbel oder sowas? Nee. Der hat nur die Dinger hier hinten.
Kannst du eine rutschen oder was? Ich komme da nie rückwärts rangefahren. Hier ist ja so wenig Platz. Einfach hochheben? Nee. Mein Gott, was ist denn jetzt wieder los? Jawohl, unser Port verbuggt. So mag ich das. Perfekt. Geht ja schon wieder gut los, ey. Okay. Oder kann ich die irgendwie hier ranhängen? Ich weiß nicht. Der Wendegreif von dem Ding ist richtig übel. Warum geht bestimmt von da auf, oder? Kuh. Wie soll ich denn das da dran kriegen? Oder nur ranfahren ein bisschen, dann geht's, oder was? Warte mal, ich mache hier mal die große Runde. Wie willst du denn das machen? Du kommst dir hier gar nicht ums Eck rum mit dem Ding. Oder warte mal, mir fällt gerade was ein. Schau mal den Wendekreis an. Open the door, please. Bumm. Hoppala! Aber das Ding ist elendig lang. Und scheitert nicht eingelenkt. Ah! Und abgehängt. Jawohl. Kann immer anhängen. Jetzt hat mir selbst der Ei gelegt, oder? Ach, was für ein Scheiß. Kann ich mit Hänger springen? War jetzt einfach durch die Bäume. Boah. Was ist denn das für ein Dreck? Wie soll ich denn jetzt das Ding da? Ich dachte, Bäume sind keine Kollision, ich komme ja nicht mehr raus. Naja, aber befreit. Servus, Fox Apples. Hol dir den großen Bagger. Die Rinne kannst du an die Schaufel hängen. Aha, okay. Dann habe ich jetzt dieses Scheißding umsonst gekauft, oder? Gut, dann hole ich mir meinen großen Bagger, dann fahre ich das einfach mal an Claim hin, oder? Dann steht er da halt rum. Na gut, hör auf dich. Und dann muss ich rückwärts fahren, oder was? Bis zum Claim. Alter, da ist genügend Platz für so ein LKW. Wie soll ich denn hier rumkommen? Wann bin ich blöd, oder was? Ich mache einfach den hier. Tu mir das nicht an, hier.
Hitzt und hat Luft. Okay, worum geht's jetzt nicht mehr? Nein, der bleibt jetzt nicht so liegen, oder? Ich will das bloß. Ich will das Ding noch bloß nach Hause schaffen. An den Bagger und dann aufladen oder was? Oder den ganze Ding bis zum Claim ziehen oder wie meinst du das? Entweder tragen oder Tiefleiber, den du gerade hast, nutzen. Ja, aber tragen konnte ich sie nicht. Konnte sie nicht hochheben. Okay, warte. Probier es nochmal. Nein, tragen ist nichts. Du meinst den Bagger hochtragen oder was? So, ja. Okay. Na gut. So, dann probieren wir das. Eigentlich logisch. Hier hin. Nee, Schwanz klein. Dann springe ich mit dem Bagger wieder mal und. Warum kann ich denn jetzt nicht springen? Hab keinen Bock jetzt dahin zu laufen. Okay. Warum ich eigentlich immer vor dem Claim lande? Warum nicht im Claim? Da ist viel mehr Platz. Okay, mit dem Bagger meinte ich, jawohl, naja, dann machen wir das so. So Bagger, jetzt kannst du wieder fliegen lernen. Jolodipi, jolodipotiraitili. Bin ich in der Nähe vom Store? Ich glaube schon, oder? Ja, diese Schilder. So ein Bagger reißt halt so ein Schild einfach nieder. Bewegungsapparat ist so grottenschlecht von den Dingern, ehrlich. Ich krieg das nie da drauf. Keine Ahnung, wie es gehen soll. Boah, der ist aber hacklig. Der ist aber hacklig hier. Was macht er denn? Woher weiß ich denn? Drücken, drücken, hupen, steigen, aufwärts, rückwärts, Text. Motor abschalten, Licht, Handbremse betätigen. Wie hebe ich den jetzt hoch?
mit dem Bagger? Einfach greifen und ziehen oder was? Ui, der hoppelt da rum. Der ist gar nicht sanft zum Steuern. Bin ja total deppert. Nee. Ist so gut wie fertig. Echt, oder? Ja, wenn er dann auch funktioniert. Und gestern war ja nichts. Aber wie kann ich den jetzt hochheben? Muss ich da einen bestimmten Punkt hin? Bum dumm, bumm ab. Kabine links, Kabine rechts. Motor abschalten, Handbremse, aussteigen, Text. Schaufel öffnen, Schaufel schließen. Da ist ein Haken oben dran. Ach, ich sehe, ja. Okay, ich glaube. Alter, wie das abwippelt. Das so, oder? Nein? Ich hab doch eingehakt. Oder zeigt's jetzt an, haken würde irgendwie. Hupe aufschalten, rückwärts Text, boom, boom, bla bla, Kabine ab. Stick ab. Stick down. Ja. Bin noch am Haken. Genauer hin oder was? Geht nicht. Geht irgendwie nicht. Kein Plan mit dem Haken, haut irgendwie nicht hin. Ich sehe den Haken schon, aber gibt's da nicht irgendwie einen Knopf einhaken oder so? Genau, mache ich. Tauschen, das ist es. Oh Gott, ey. Alter, also, das ist wieder so eine Aktion. Normalerweise am Haken und dann geht, oder wie? Also, wie reagiert denn das Ding? Oder muss ich genau unten an der Schaufel ran? So. Weit noch. Scheißteil, du. Jetzt habe ich ihn. Oh. Pass auf, wir machen das mal anders. Gibt wieder nichts. Doch. Komm mit. Genau, immer mit Gewalt. So, jetzt bin ich doch am Haken. Haken. Das ist aber schon die ich gekauft habe, oder? Wie das jetzt da. Wir haben das Eigentum zerstört. Ich habe doch die gekauft, oder? Ja. Warum kann ich die denn nicht einfach hochheben? Warum bin ich nicht Herkules?
Soll das dann... Hier ist doch der Haken, oder so? Ach, hier hinten an dem Ding, oder was? Jetzt hat, okay, sag's das doch gleich. Dann sehe ich das sofort. Weil das ist ja echt, das ist ja irgendwie, ne? So, warte mal, kann ich das irgendwie... Das ist der Haken hier, der Hungerhaken. Wie blöd kann man sowas machen, sagt. Weißt beim LKW Q und eingehakt. Da, nein. Nein, da muss das, diese kleine Schlaufe da erwischen oder was? Nutze nix. Die Krise. So. So. Ich bin so nah dran. Hier genau drin, oder? Und jetzt? Schaufel öffnet, Stick down, Kabine rechts, Kabine links. Keine Ahnung. Patches live. Okay. Machen wir mal den hier. Gleich nochmal hinterher. Video ist eh vorbei. Tut mir leid, ich konnte das Ding nicht aufpacken. Sehen wir im nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.